Hallo Freunde! Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema in der modernen IT, künstliche Intelligenz oder kurz KI, oft auch als Machine oder Deep Learning bezeichnet. Diese Begriffe tauchen hypeartig in den Medien auf. Es wird viel darüber gesprochen, dass diese Technologien in der nahen Zukunft sehr stark an Bedeutung gewinnen werden und ein Gamechanger sind. Bedauerlicherweise werden diese Technologien oft nicht richtig verstanden. Zudem kommt, dass sie in vielen Bereichen unseres täglichen regelrecht gehypt werden, in anderen hingegen kaum Beachtung erfahren. In diesem Video erkläre ich die Begriffe und verschiedene Typen von KI. Der Begriff KI bedeutet eine Simulation der menschlichen Intelligenz mit Maschinen und Softwaresystemen. Dabei unterscheidet man zwischen starker KI und schwacher KI. Starke KI ist eine KI-Form, bei der die Maschine ähnlich wie Menschen denken. Sie können beliebige Probleme lösen, eigenständig lernen, planen die Zukunft und vieles mehr. Hollywood suggeriert uns dies beispielsweise mit Filmen wie Terminator oder Matrix. Allerdings existiert diese Form von KI nur in der Theorie und es wird kaum daran geforscht, diesen Typ KI zu konstruieren. Starke KI ist eine sehr komplexe Aufgabe, die letztendlich auch nicht wirtschaftlich ist. Auch die von solchen Systemen ausgehende Bedrohung sollte man nicht vernachlässigen. Aus diesen Gründen sind Investitionen in die Forschung für starke KI überschaubar. Schwache KI ist eine Form, wo Maschinen oder Software trainiert werden und so sehr fokussiert, fehlerfrei und sehr schnell eine konkrete Aufgabe lösen können. Ein Beispiel ist autonomes Fahren, Sprach- oder Bilderkennung sowie virtuelle Assistenten. Diese KI ist allerdings kaum von einem Problembereich auf andere Bereiche übertragbar. Ein KI-System, welches perfekt zwischen einem Kunstwerk und einer Fälschung unterscheidet, scheitert gnadenlos an einfachsten, anders gelagerten Aufgaben, wie zum Beispiel einen Hund von einer Katze zu unterscheiden. Eine KI, die trainiert wurde, Schach zu spielen, kann kein einziges Mal in Backgammon gewinnen. Wenn derzeit in Unternehmen und in der IT über KI gesprochen wird, wird fast ausschließlich über schwache KI gesprochen. Ein verbreiteter Einsatz von KI heißt Machine Learning oder kurz ML. Machine Learning fokussiert sich auf die Benutzung sehr großen Datenmengen und nutzt verschiedene Algorithmen, um den menschlichen Lernprozess zu simulieren. Dabei setzt man ein meistens auf eine sehr hohe Anzahl an Wiederholungen und Fehlern, um iterativ das Ergebnis zu verbessern. Im Großen und Ganzen unterscheidet man zwei Typen von ML. Überwachtes, auf Englisch supervised, und unüberwachtes, auf Englisch unsupervised Lernen. Überwachtes Lernen verwendet immer sowohl Input- als auch Output-Daten, um Assoziationen herzustellen. Zum Beispiel nimmt man als Input eine Handschrift und parallel den gleichen Text in digitale Form. Um das System zu trainieren, eine Handschrift in den passenden Text zu übersetzen, werden verschiedene Algorithmen verwendet. Nach mehreren Millionen oder sogar Milliarden Versuchen kann das System neue Handschriften praktisch fehlerfrei in den korrekten Text übersetzen. Überwachtes Lernen wird zum Beispiel verwendet, um Spam zu filtern, Bilder zu klassifizieren, Sprache zu erkennen oder sogar die Stimmung aus E-Mails zu erkennen. Unüberwachtes Lernen verwendet dagegen nur Input-Daten und versucht Zusammenhänge zu identifizieren. Dies erfolgt mit unterschiedlichen sogenannten Clustering-Algorithmen. Das ML-System erhält eine Menge der Daten und verwendet verschiedene Algorithmen an, um Muster, auf Englisch Patterns, zu erkennen und die Daten zu strukturieren. Unüberwachtes Lernen wird zum Beispiel verwendet, um Märkte zu analysieren, Kunden zu segmentieren oder Betrug zu erkennen. Es gibt sehr viele Algorithmen, um ML-Modelle zu erstellen. Eine Auswahl davon kann man auf diesem Bild sehen. Natürlich wird auch permanent geforscht, um weitere Algorithmen zu entdecken. Jeder Algorithmus ist normalerweise nur für ein bestimmtes, gut beschriebenes Szenario entwickelt. Mit diesem Ansatz ist es einfacher, einen Algorithmus zu entwickeln, der genau zur relevanten Problemstellung passt. In ausgereiften Formen werden auch sogenannte neuronale Netzwerke eingesetzt. Dies führt uns zum nächsten wichtigen Begriff, Deep Learning. Deep Learning ist durch die Struktur des menschlichen Gehirns inspiriert. Deep Learning oder auch mehrschichtiges Lernen funktioniert über viele Schichten, die aus Knoten bestehen. So werden künstliche Neuronen simuliert. Wie im menschlichen Gehirn geht die Input-Informationen durch diese Neuronen und es wird ein Output erzeugt. Deep Learning
ist sehr effizient, erfordert allerdings sehr große Datenmengen, hohe Rechnerkapazitäten und das Lernen dauert auch relativ lang. Deep Learning ist mittlerweile so effizient, dass ungewünschte Probleme und Anwendungsbereiche entstehen. Betrüger können damit Stimmen simulieren oder in Videos und Fotos Gesichter ersetzen. Solche sogenannten Deepfakes werden oft für Propaganda genutzt oder als Druckmittel gegen bestimmte Personen verwendet. Kennt man die Theorie, will man natürlich selbst KI ausprobieren und damit experimentieren. Die gute Nachricht ist, auch dafür werden mittlerweile die Eintrittsbarrieren gesenkt und sehr gute Low-Code-Technologien entwickelt. Diese Plattformen gibt es mitunter kostenlos oder mit kostenlosen Spielwiesen. Einige Anbieter bieten sogar antrainierte Modelle, die man sofort einsetzen kann. Einige Links zu diversen Plattformen werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf diesem Kanal erkläre ich regelmäßig verschiedene Begriffe aus der modernen IT und zeige, wie du und dein Unternehmen davon profitieren können. Low-Code-Ansätze ermöglichen auch kleineren Firmen ohne ausgebildete Programmierer und auch ohne große Budgets von diesen Möglichkeiten zu profitieren. Abonniere den Kanal, um weitere spannende Videos darüber mitzubekommen. Ich freue mich auf jeden Abonnent und jede Abonnentin. Links von mir findest du eine Playlist über verschiedene IT-Begriffe und darunter ist ein interessantes Beispiel, wie man Marketingprozesse digitalisieren kann. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal!